Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Blaulichtmagazin. Ich befinde mich gerade in Großjärchen am Knappensee. Hier hat es heute Vormittag einen gewaltigen Erdrutsch gegeben. Auf der gegenüberliegenden Seite, also im Hintergrund von mir, ist eine Fläche von 4 bis 5 Fußballfeldern abgerutscht, ins Wasser gerutscht. Das Ganze hat eine Flutwelle ausgelöst, die hier auf der Seite in Großjärchen dann auf das Ufer getroffen ist. Hier sind mehrere Bungalows dann betroffen. Das Wasser ist hier meterhoch in die Bungalowsiedlung hineingeströmt und hat hier für schwere Schäden gesorgt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich auch Personen in den Bungalows. Es gab eine Familie, die darin wohnt, die durch die Welle aufgeschreckt wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber es sind wie gesagt Schäden entstanden. Die Feuerwehr musste anrücken. Auch die örtlichen Betriebe hier der Tagebaulandschaft sind angerückt, um die Schäden dann zu beseitigen. Mit Radladern wurden die Straßen hier von Schlamm und Geröll befreit. Es wurden neue Bauzäune aufgestellt und das Ufer wird jetzt aktuell hier gesichert. Man prüft jetzt noch auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Erdrutsch passiert ist. Da befindet sich noch eine Wohnsiedlung mit Ferienwohnungen, mit Wohnhäusern, mit Bungalows. Und da wird jetzt geprüft, inwieweit für diese Siedlung eine Gefahr besteht, ob die eventuell evakuiert werden muss und ob es auch weitere Rutschungen da geben könnte. Das alles ist aktuell noch unklar. Die Behörden und Unternehmen vor Ort hier, die beraten sich noch, führen Messungen durch und schauen sich die Situation an. Auch der Landrat Michael Harich, der hat sich die Situation hier vor Ort angeschaut. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie die Situation sich hier weiterentwickelt. Wenn es was Neues gibt, werden wir euch auf jeden Fall informieren. Schaut auf unserer Facebook-Seite Blaulichtmagazin vorbei und dann werdet ihr alle Updates zu dieser Situation hier am Knappensee erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.